scene. You read it so obsessively, you can't see clear anymore. Herzlich willkommen. Mein Name ist Karl-Heinz Neukamp. Ich habe für KMU-Geschäftsführer, also klein- und mittelständische Unternehmer, das Thema Ziele neu aufgegriffen. Viele kennen schon, man soll ein Ziel smart formulieren, aber das ist nur die Hälfte der Wahrheit. Das, was wirklich zählt, ist doch, dass Sie das Ziel erreichen und dass Ihre Mitarbeiter ihre Ziele erreichen und dass in einer Gruppe die Führungskraft und weitere Führungskräfte ihre Ziele erreichen. Und da ist ein wenig Magie notwendig. Wir haben in den letzten Vorträgen von mir über Kreativität schon mit drei Zetteln gearbeitet. Und wir haben zuvor auch schon einmal bei dem Thema Streit und neue Perspektiven dazu gewinnen, auch schon mal mit drei Zetteln gearbeitet. Und ähnlich arbeiten wir heute auch wieder mit drei Zetteln. Wir können aber auch einfach kleine weiße Notizzettel nehmen. Und wenn Sie keine haben, nehmen Sie ein DIN A4 Blatt. Falten Sie es, zerreißen, haben Sie DIN A5. Nochmal falten, zerreißen, haben Sie DIN A6. Nochmal haben Sie DIN A7. Das ist immer noch viel größer wie eine Visitenkarte und reicht vollkommen für das, was wir jetzt machen. Wir beginnen mit dem Hier und Heute und legen einen Zettel aus. Ich lege den mal hier hin und haben dann die Möglichkeit, uns, und das ist ein wenig die Magie, auf diesen Punkt draufzustellen. Und das ist unser Heute. Und wenn wir uns auf das Heute draufstellen, dann können wir nach hinten blicken, an die Erfolge, die wir schon hatten. Und wir können nach vorne blicken, zu dem Ziel, das wir erreichen wollen. Und können uns da aus heutigem Blickwinkel hineinfühlen, was genau das Thema ist bei diesem Ziel. Ist es zu groß? Ist es zu klein? Sind die Schritte schon vollständig? Also nehme ich mal einen Zettel für das Ziel und lege den in einiger Entfernung aus. Je nachdem, wie groß das Ziel ist, ist der Zettel weiter entfernt oder etwas näher. Und um auch diesen Punkt in der Ferne, dem Ziel, mal richtig zu spüren, gehen wir auf den drauf. Und wenn wir auf diesem Punkt stehen, auf diesem gelben Punkt, in diesem Fall, der kann auch eine andere Farbe haben, da steht nur das Ziel formuliert und zwar smart formuliert. Und dann stellen wir uns da drauf und stellen uns vor, wie wäre es denn, wenn das schon erreicht worden wäre? Und stellen uns das vor in unserem privaten Umfeld, in unserem Business-Umfeld. Was bedeutet es für uns finanziell, gesundheitlich, zeitmäßig? Vielleicht haben wir mit der Zielerreichung mehr Entspannung oder mehr Vermögen und können damit uns Dinge leisten, die wir uns vorher nicht leisten konnten. Vielleicht haben wir auch der Familie Zeit gewidmet, der in letzter Zeit zu wenig Zeit übrig war, weil alles andere wichtiger war. Vielleicht sollen neue Gewohnheiten geschaffen werden. Und dazu ist es notwendig, die alte abzulegen. Und deshalb ist es wichtig, auch mal von dem Ziel nach hinten zu blicken. Also von hier nach hinten zu schauen und zu schauen, passt das hier von der Entfernung? Und was ist denn in diesem Zeitraum dazwischen? Ist da noch etwas parallel? Oder ist dort vielleicht noch etwas, was gar nicht dazu passt, was wir korrigieren müssen, wo wir die Notwendigkeit haben, das Ziel noch etwas weiter wegzuschieben? Oder andere Dinge zu stoppen oder weniger Aufwand zu betreiben und dann dort
die Energie, die Ressourcen in dieses Ziel, in diese Erreichung zum Termin zu ermöglichen. Beispiel: Ich hatte einmal, war ich verantwortlich für den Rollout, die Koordination der Techniker bei einer Gesamtbank, zweitgrößte Bank Deutschlands damals, und der Gesamtbank-Rollout für das Jahr 2000. Das heißt, die Software musste Ende 99 umgestellt sein, weil dann das neue Datum nicht mehr möglich war, wenn die Software nicht umgestellt ist. Und es war das Problem, dass die Software einfach nicht fertig war. Und wir hatten schon 80 Techniker und hatten die Hälfte der Zeit von 6 Monaten, 3 Monate mit der Software vertan. Und dann mussten wir das Rollout trotzdem zur gleichen Zeit schaffen. Und das hieß ganz einfach, wir brauchen mehr Techniker. Leider gab es aber keine Techniker mehr, denn alle waren ja schon in allen möglichen Projekten untergebracht. Also hieß es, die ganze Projektstruktur anders aufzuziehen. Und dazu brauchten wir Kreativität. Wir brauchten Möglichkeiten, was können wir noch tun? Und haben hin und her geschoben und wir haben es geschafft. Am 31.12. war die letzte Filiale mit der neuen Software, die funktionierte, installiert. Also kann es sein, dass wir Zwischenschritte brauchen und dann legen wir die auch aus, stellen uns da auch drauf und das leite ich in einem Workshop an, sodass jeder, der möchte, das mitmachen kann und erleben kann, wie das ist, wenn er selbst die Energie auf diesen Punkt bringt und dann von dort aus sein Ziel formuliert, verschiebt, schaut, welche Bausteine noch dazwischen sind und auch prüft, was hier vielleicht zur Seite gelegt werden muss für ein paar Monate vielleicht oder ein paar Wochen, weniger intensiv betrachtet wird und dann die Möglichkeit hat, wieder voller Kraft die anderen Dinge anzupacken. Ja, ich habe eine letzte Seite vorbereitet, wo entsprechend der letzten 3 Vorträge oder letzten 2 und diesem Vortrag 3 Möglichkeiten sind, ein Workshop auszuwählen, den biete ich einmal gratis an. Wenn ein Interesse an anderen Themen ist, dann kostet das selbstverständlich auch etwas. Und einen biete ich aber jedem von Ihnen gratis an und Sie dürfen wählen, ob Sie lieber Kreativität oder lieber den Streit schlichter erfahren wollen oder eben das Thema mit den Zielen, dass Ihre Ziele künftig nicht nur erreichen, sondern auch anhaltend erfüllend für sie sind. Denn meist ist es so, dass mein Ziel erreicht ist, abgehakt, fertig, Freude, Dankbarkeit und Schluss. Einen Tag später vergessen, neues Ziel. Sie kennen das. Ja. Sie sind herzlich willkommen. Mein Name ist Karl-Heinz Neukamm. Sie erreichen mich auch über die angegebene Website oder per E-Mail oder Telefon.